Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Drive. Zugegebenermaßen, wir von Let's Drive, wir haben es momentan ganz schön mit Elektroautos und vor allen Dingen auch alternativen Antrieben. Und da wollen wir heute gleich weitermachen. Wir haben uns nämlich vom Audi-Zentrum Dresden den jetzt in den Verkauf gekommenen Audi A3 e-tron organisiert. Und den wollen wir mal auf Herz und Nieren prüfen und vor allen Dingen, für wen eignet sich überhaupt so ein Auto? Viel Spaß! Aber was verbirgt sich eigentlich hinter dem Audi A3 Sportback e-tron? Ganz einfach gesagt, es ist ein Plug-in-Hybrid. Hier wurde der 1,4 Liter TFSI mit 150 PS verbaut und dazu noch ein Elektromotor. Zusammen ergibt das dann eine Systemleistung von 207 PS und 350 Newtonmeter. Aber was ist überhaupt ein Plug-in-Hybrid? Ein Plug-in-Hybrid, den kann ich an der Steckdose aufladen oder an sogenannten E-Tankstellen, die zum Beispiel in den Städten verteilt sind. Damit kommt der Audi mit vollem Akku 50 Kilometer weit. Wenn ich dann noch den vollen Benzintank nutze, sprich beide Systeme in Kombination, dann habe ich insgesamt eine Systemreichweite von bis zu 940 Kilometer. Im Gegensatz zum Hybrid, denn der wiederum kann ich nicht extra aufladen, wie zum Beispiel den e-tron hier, sondern der lädt sich ausschließlich selber auf. In dem Fall mit Bremsrückgewinnungsenergie oder wenn der Motor läuft. Die Unterschiede zum normalen Audi A3 Sportback sind die, dass wir 100 Liter weniger Kofferraumvolumen haben und dass der Tank etwas kleiner ist. Der normale A3 hat einen Tank von 55 Liter. Hier im e-tron, weil die Batterie auch noch ihren Platz finden musste, haben wir leider nur einen 40 Liter Tank. Nichtsdestotrotz haben wir eben diese sagenhafte Reichweite, wenn wir beide Systeme zusammen haben, von 940 Kilometern. Im Gegensatz zu seinen normalen Brüdern hat der e-tron hier 300 Kilogramm mehr Speck auf den Rippen. Die merkt man aber im normalen Alltagsbetrieb überhaupt nicht. Das Fahrwerk ist trotzdem recht komfortabel ausgelegt und hat trotzdem noch eine leichte Tendenz zum sportlichen Kurvenräubern. Die Kupplung hier, in dem Fall, wir haben ja ein Doppelkupplungsgetriebe hier verbaut, wo der E-Motor mit angeschlossen ist, beziehungsweise zwischen Getriebe und Motor sitzt der E-Motor. Die Zuschaltung vom Motor, vom normalen Verbrennungsmotor, merkt man fast gar nicht. Einzig, was man vielleicht ein bisschen vernimmt, wenn man darauf achtet, ist das leichte Brummen des Motors. Ansonsten merkt man davon eigentlich wirklich fast gar nichts. Der Audi A3 e-tron geht los ab 37.000 Euro. Mit dabei haben wir immer das Panoramaschiebedach, das Doppelkupplungsgetriebe und die LED-Frontscheinwerfer. Und da muss ich auch nochmal ein Lob an die Audi-Ingenieure lassen, beziehungsweise Audi-Lichtingenieure. Das Licht hier als LED-Scheinwerfer ist wirklich phänomenal. Wenn man dann noch die Lichtautomatik dazu hat, kann man auch außerorts blendfrei fahren, ohne dass man ständig darauf aufpassen muss, dass ich jetzt irgendwelche anderen Verkehrsteilnehmer blende. Denn das macht das System nämlich automatisch und das richtig gut. Auch Audi-typisch hier ist, dass die Lenkung sehr, sehr leichtgängig ist und zumindest für meine Verhältnisse etwas wenig Rückmeldung gibt. Okay, es ist auch kein Audi R8 oder so, deswegen muss es auch nicht machen. In der Stadt ist es halt ganz angenehm, wenn man mal einparken will, aber auf der Landstraße hätte ich mir hier und da vielleicht doch ein bisschen mehr Rückmeldung gewünscht. Der e-tron bietet hier auch verschiedene Fahrmodis an. Zum Beispiel das rein elektrische Fahren, dann wird wirklich nur mit dem Elektromotor gefahren. Oder die Batterieladung nutzen, dann wird beides in Kombination genommen. Die dritte Möglichkeit hier ist die Batterieladung erhalten. Da versucht der e-tron einfach nur die Batterieladung zum Beispiel halb voll zu halten. Oder Batterieladung erhöhen, wenn ich weiß, ich komme zum Beispiel in der Stadt oder ich will das letzte Stück in der Wohngegend wirklich elektrisch fahren, kann ich vorher schon die Batterie sozusagen vorladen oder vollladen. Wie bei jedem normalen anderen Audi auch, haben wir hier natürlich die Möglichkeit, der klassischen Fahrmodis zu wählen. Das ist unter anderem der Komfortmodus, der Automatikmodus, da unterscheidet er alleine, welchen Modus er gerade für angebracht hält. Den Dynamikmodus, der insgesamt dann etwas sportlicher ist, oder den Individualmodus, wo wir uns dann individual eben festlegen können, was hier zum Beispiel für Setups vorherrschen sollen. Außerdem verfügt der e-tron über die sogenannte Boost-Funktion. Das ist nichts anderes.
dass der Elektromotor den Verbrennungsmotor unterstützend zur Seite steht. Das macht sich vor allen Dingen dann bemerkbar, wenn man auf der Landstraße zum Beispiel einen LKW überholt, weil dann sofort vom E-Motor schon das volle Drehmoment anliegt und der Verbrennungsmotor ganz normal, sag ich mal, mit beschleunigt. Das zusammen ist schon eine ganz schöne, beeindruckende Beschleunigung. Audi gibt an, den e-tron mit 1,5 Litern Benzin fahren zu können. Wir hier in unserem Praxistest haben einen Verbrauch in der Stadt im Dualmodus, wo beide Systeme kombiniert arbeiten, sprich Verbrennungsmotor und Elektromotor, 2,5 Liter bis 4,5 Liter verbraucht. Das ist demnach geschuldet, wenn der Akku leer ist, dass er natürlich mehr auf den Verbrennungsmotor zugreift. Ist der Akku wesentlich voller, dann schafft man auch wirklich die 2 bis 2,5 Liter. Allerdings, wenn man möchte, kann der e-tron auch 10 Liter verbrauchen. Das hängt damit zusammen, wenn man im sogenannten Lademodus fährt. Sprich, der Verbrennungsmotor lädt den Akku mit auf. Dadurch wird natürlich der vom Verbrennungsmotor der E-Motor angetrieben und das verbraucht natürlich eine Menge Sprit. Ist also auch nicht unbedingt zu empfehlen. Der e-tron kommt ja automatisch immer mit dem Doppelkupplungsgetriebe DSG. Vom Schalten kriegt man überhaupt nichts mit. Einzig und allein die kleine Anzeige hier im Cockpit, die gibt einem sozusagen zu verstehen, dass es jetzt geschaltet wird. Was vielleicht für einen Elektrofahrer ein bisschen ungewohnt ist, dass der Elektromotor auch mit schaltet sozusagen. Also es ist kein stufenloses Getriebe, was im Eingang sozusagen sich befindet, sondern wird vom DSG mitgeschaltet. Trotz alledem hat das Audi ganz gut gelöst. Also das Fahrzeug fährt an sich, wenn es wechselt zwischen E-Motor oder Verbrennungsmotor, wirklich völlig ruckfrei. Kommen wir aber nur zum Fazit, für wen sich der Audi A3 e-tron nun eigentlich lohnt. Ich bin der Meinung, man sollte keinen größeren Aktionsradius haben von 20 Kilometern, um zum Beispiel auf Arbeit zu fahren. Außerdem sollte man zu Hause eine Lademöglichkeit haben, um den e-tron aufladen zu können. Denn dann kann ich auf der Arbeit zum Beispiel und nach Hause völlig elektrisch fahren. Sollte dennoch mal keine Lademöglichkeit zur Verfügung haben, kann ich immerhin im kombinierten Modus fahren. Dann habe ich einen relativ geringen Spritverbrauch von 2,5 bis 4,5 Liter. Wenn ihr euch jetzt den Audi e-tron gerne mal anschauen wollt, in Deutschland sind verteilt 30 Audi e-tron Partner, bei denen ihr den Audi e-tron Probe fahren könnt und natürlich auch kaufen könnt. Das war's auch schon von dieser Folge Let's Drive. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut das nächste Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal.